Salut zusammen, willkommen auf diesem Kanal. Wenn ihr wollt, nehme ich euch mit auf die Wanderung von dieser Route für diese Etappe. Los geht's! Hier beim Bahnhof, der hinter mir ist. Hier gibt es eine Wandertafel. Balstal Bahnhof. Also, gehen wir los. Sind dabei. Im Bahnhof entlang. Hinten beim Bahnhof an dieser Wandertafel war auch ein Symbol, das in beide Richtungen die Route ausgeschildert ist. Und jetzt schauen wir mal, ob das hier auch überall weiterhin ausgeschildert ist. Ah ja, jetzt bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Dort hinten. Hier ist tatsächlich ausgeschildert, wunderbar. Schräg über, also über den Bahnübergang drüber. Jawohl, vorbeigelaufen an diesen Tieren, ist es bis jetzt wunderbar ausgeschildert gewesen. Ich konnte alles geradeaus laufen, das ist ja das, was ich immer in den Filmen erzähle, wo ihr euch in der Regel daran halten könnt. Wenn ihr nichts seht, lauft einfach geradeaus und folgt den gelben Wandzeichen oder dieser Nummer. Dann laufen wir gerade an einer Wandertafel wieder hier. Klaus Stadttor. Da gibt es auch noch die schönsten Roggenwandertouren. Da ist auch noch irgendetwas. Und dort da hinten geht noch ein Bergwanderweg offen. Manchmal hat es da offenbar noch irgendwie Zettel drin. Da queren wir jetzt gerade und laufen ein Stück auf einer strachbefahrenen Hauptstrasse irgendwie. Also dort oben befindet sich, hä? Jawohl. Und direkt neben dem Gebäude queren wir schon das erste Gewässer. Hier bin ich auch schon einmal durchgefahren. Ich blende euch gerade die Route ein von dieser Nummer hier oben. Wenn ich hier durch bin, wie es aussieht, kann ich jetzt einmal ein bisschen weggehen von hier und mehr in den Wald rauf. Und dann hören wir noch schiessen. Es scheint heute ein Tag der Schiessübungen zu sein. An anderen Orten haben sie auch. Eigentlich erst wollen wir anders hin. Da seht ihr so einen Pfeil. He? Der zeigt auch, wo man durch muss. Da vorne ist noch ein 5. Passt, wunderbar. Eben ja, eigentlich nicht mehr anders durchwandern wollen zuerst. Aber dort war es eine kleine Rundwanderung gewesen. Und in unmittelbarer Nähe ein Schiessstand. Ja, unter Erholung. Und dann versteht man etwas anderes, wenn man den ganzen Tag das Geball um den Ohren hat, wenn man gut wandern. Ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist. Und wenn man sich jetzt fragt, warum ich weiss, dass wenn geschossen wird, hat damit zu tun, dass ich mir überlegt habe, zuerst schnell mit dem Auto anzufahren und dann wandern zu gehen. Das mache ich immer zum Abwägen. Kommt es günstiger mit dem Auto oder mit dem ÖV? Ja. Und wenn ich mit dem Auto gehe, muss ich halt schauen, wo kann ich es anstellen. Und dementsprechend sind Schützenplätze eine gute Option. Oder Friedhöfe oder was auch immer, wo man darf. Ja, und so habe ich dann halt auch gesehen, dass dort heute genau geballert wird.
Jetzt scheint es erst einmal bergauf zu gehen. Ich hoffe, ich muss dort nicht geradeaus. Weil da vorne schon eine Schranke, wo der Weg zu ist. Auf der App war aber nichts signalisiert. Weswegen ich ja auch den gewählt habe. Beim anderen wäre es auch oft gewesen, aber eben, ist ja gelacht. Geradeaus ist an beide Seiten gesperrt. Aber zum Glück geht es für mich links rauf. Ich bin froh, andererseits auch Schaden hat die mal gesehen, ob das auch funktioniert, als sie es auf der App als gesperrt anzeigen, wenn man so einen Weg kreuzt. Und weiter geht es hier bergauf. Jawohl, dort rauf geht es, von da unten bin ich gekommen. Und jetzt geht es hier also in den Wald rein. So zeige ich euch da kurz noch von oben, wie das aussieht. Und dann zeige ich euch noch mal schnell auch hier, wie ihr sehen könnt, das ist die Fallstelle von dort, wo ich jetzt gekommen bin. Ja und nein. Ja, ich war selber auch Militär und musste auch am Sonntag schiessen, weil ich es nicht anders kennt habe. Nein, ich bin nicht gerne ins Militär gegangen. Punkt. Stetiges Bergauflaufen. So eine Art Schlangenlinie. Links, rechts, links, rechts. Jawohl, sind wir ein Stückchen weiter oben, da kann man das Ganze von oben sehen. Heisst, wir sind hier auf dem Leberenberg, ungefähr auf dieser Höhe. Ja, also hier oben ist ein Bänkchen. Wenn man dort hochgekommen ist oder runter geht, sieht man das. Nicht wirklich, ich bin hier hinten gelaufen, weil ich hier hinten gedacht habe, da hat es wenig Bäume. Ja, und da sieht man noch mal ein bisschen runter. Wo alles schön offen ist und man hier eine schöne Aussicht hat, wenn man auf dem Bänkli sitzt. Also das Jahr ist das sicher schon mein fünfter Ameisenhaufen, den ich sehe. Unglaublich viele Ameisen hat es dieses Jahr. Und das direkt am Weg. Immer Augen auf. Von dort bin ich gekommen und bis jetzt ist es immer so um eine Ecke gegangen und wieder weiter rauf. Leider hier nicht oder wie auch immer. An diesem Baum haben sie zum Beispiel kein Wanderzeichen gemacht. Wo man davon ausgehen könnte, ja, laufen wir normal um eine Ecke. Aber wie gesagt, wenn man nichts sieht, läuft man geradeaus. Und hier gibt es auch sogar eine Tafel. Aber je nachdem, wie das hier zugewachsen ist, kann man die Tafel von dort vorne nicht sehen. Die ist ein bisschen ungünstig platziert. Am Baum vorne ein Zeichen wäre gut. Weil hier hinten hat es wieder eins, ganz hinten. Sieht man auch nicht von dort unten. Hätte sie gescheiter an diesem Baum eins gemacht. Irgendetwas, was man von weiter hinten sieht. He? Ja, nun, hat mir gesagt, Augen auf. Bis jetzt geht es schön durch den Wald. Stetig bergauf. Mir wird langsam warm unter dem Käppli. Schon mal eins abgezogen. Immer im Wald. Einerseits gut, man hat Schatten. Andererseits, ja, man sieht nicht viel he, von der Landschaft. Das ist wahrscheinlich weiter oben in der Fall. Ja. Da muss man jetzt entscheiden, wenn man den Weg machen will, den ich euch jetzt zeige, ob es euch wichtig ist, im Schatten zu sein oder ob ihr auf einer Wanderung viel sehen wollt, dafür aber dann in der Sonne sind. Ah, und apropos Tafeln übersehen oder Signalisation, kann auch passieren, wenn man mit jemandem unterwegs ist und zusammen am Schwätzen ist und nicht gerade ganz aufmerksam ist und in dieser Sekunde um eine Ecke läuft.
wenn man normal den Strassenverlauf folgt, den man gemacht hat. Kann auch sein. He? Schön, schön. Immer wieder mal doch ein anderes Bild. So, jetzt hat es Steine, Felsen. Wand, wo man sieht. Hier fließt offenbar ein ziemlich Wasser durch, wie es aussieht. Ja, herrlich. Viel geregnet hat in der letzten Zeit auch. Ja, überall in der Schweiz. Wenn nicht sogar die ganze Welt, würde ich sagen. He? Hochwasser, Überschwemmungen, überall. Noch die Nachrichten so zeigen. Bitte versteht mich nicht falsch, wenn ich immer meckere. Ich bin halt realistisch, beziehungsweise, wie sagt man schon wieder, so wie es halt ist, ist es. Und ich tue halt gerne kommentieren und auch zeigen, was nicht so gut ist. Nicht, dass ihr einfach das Gefühl habt, da läuft alles hervorragend prima. Warum sage ich das jetzt wieder? Jetzt haben wir hier eine Wandertafel mit der Nummer. Perfekt, super. In beide Richtungen, das heisst, die zeigt hier geradeaus. Und das ist der erste Punkt, den ich jetzt tatsächlich genommen habe, um ganz sicher zu sein, dass ich nicht falsch laufe, weil dort oben im Wald hat es ein Pfeil, der in diese Seite zeigt und weiter oben nochmal ein Wanderzeichen. Das finde ich jetzt absolut verwirrend. Warum haben sie denn das Schild da hinten nicht können schräg machen, dass man nicht geradeaus, sondern schräg in den Wald geht, wo die Signalisierungen sind? Weil, habe ich jetzt hier noch nie erwähnt, sage ich ab und zu in den Filmen, es muss ja nicht zwangsläufig sein, dass die Schweizmobilroute dort durchgeht, wo der gelbe Wanderweg ist. Beziehungsweise, wo die Wanderwege sind. Weil es kann ja auch sein, dass tatsächlich unten durch noch ein anderer Wanderweg geht. Weil die Schweizmobilroute ja nicht immer in der gleichen Richtung folgen, die nur gelb ist. Es könnte ja auch zwei Richtungen geben, also Abzweigungen. Versteht, was ich meine vielleicht? Und deswegen muss man da mal schauen und kann sich nicht immer ganz drauf verloren und mir mein Gefühl hat gesagt, schau lieber nach, wie hier jetzt. Jetzt habe ich das Gefühl, nicht täuscht, sonst wäre ich jetzt hier unten gerade ausgelaufen. Und weil ich unsicher war, weil hier noch viel offen zeigt, habe ich halt eben geschaut. Jetzt geht es hier in so eine kleine Allee. Das sieht cool aus. Ah, nur ein kurzes Stückchen. Aber es sieht aus. Hui! Es geht da ziemlich steil rauf. Ah ja, weiter geht es so. Bergauf, doch noch immer in so einer kleinen Allee, in einer kleinen Allee mit Haufen kleinen Bäumchen. Wahrscheinlich sind das Buchen, so wie es aussieht. Ja, ein großer Nadelbaum, eine Verzweigung, teerte Strasse, da müssen wir links. Da habe ich geschaut, da befinden wir uns ungefähr auf einer Höhe, wo ich jetzt eine Wandertafel Nadelbaum nenne. Da hatten wir wieder so eine Situation, manchmal heisst es auch Folge dem Straßenverlauf, aber hier hinten befindet sich eine Wandertafel mit den Nummern. Und wenn auch hier viel wächst, sieht man die leider nicht mehr. Wieso bringt man die nicht hier an? Da ist zwar ein Dänli vor dran, beziehungsweise ein Nadelbaum, sage ich jetzt auch. Aber da würde man sie eher sehen als hier hinten. Das heisst, wir haben gesehen, wie viel höher ich jetzt bin. Das ist ziemlich aufgegangen. Und jetzt geht es von hier. Moment mal, so jetzt von hier in den Wald rein, nochmal weiter rauf, wir haben hier wieder eine Steigung. Wir sind immer noch nicht ganz da oben. Und das ist der Untergrund. Der ist jetzt schon eine längere Zeit so gesehen. Steinig, abgespielt mit Laub drauf. Laub ist nicht immer da, oder wahrscheinlich, je nachdem. Aber der Untergrund ist ziemlich steinig. Da muss man auch trittsicher sein, mehr oder weniger. Kann man sich auch das Füßchen verknacksen, wenn man über einen Stein drüber läuft, der wegrutscht. Und wieder auf dieser Strasse. Wir kürzen hier zwischen den Waldtouren ab.
dass wir nicht immer da drauf laufen wahrscheinlich. Gut, gut. Finden wir uns ein Stück weiter oben wieder. Wo wir gerade in die Richtung nachher gehen, da hinten. Vor mir Wandertafeln. Schwänge matt. Und gleichzeitig geht es hier noch in die Richtung. Durchblick in die Uhrzeit. Was sagen wir, das ist, he? Könnt ihr jetzt selber im Internet schauen? Weissenstein steht hier, 4 Stunden 15 Minuten. Eben, wie gesagt, das muss nicht sein, dass das mein Weg ist. Ah ja, dann war dort noch das Schild dran gewesen. Ja, schaut, genau das steht dort auch noch, das gibt es offenbar auch. Und, wo laufen wir dran vorbei? An einem Restaurant, Bergrestaurant. He? Ich finde das ziemlich spannend. Da vorne haben wir so Rinder mit langen Hörnern. Wahrscheinlich eben sind es Buben, he, männliche. Und auf der anderen Seite sind die weiblichen. Separat für sich. Vielleicht jetzt auch noch junge Kälber darunter, könnte noch sein. He. Interessant, interessant. Jetzt wird es richtig schön. Schöner Weg, Grillen, Zirpen oder auch was immer das ist. Richtig tolle Aussicht. Im weiteren Hinteren haben wir oben durch noch Berge gesehen, wo Schnee drauf haben. Herrlich. Weiter oben im Himmel ist noch ein Milan. Ein Gleitflieger oder wie man den sagt, mit Gleitschirmflieger. Toll. Uiuiui. Jetzt zeige ich euch mal, was ihr auf der linken Seite seht, wenn ihr da oben lauft. Wir laufen hier quasi auf einem Grot. Eine Gratwanderung, könnte man sagen. Und auf dem Grot, wo wir jetzt hier wandern, ja, hier, geht beide Seiten runter, sind wir quasi an der Grenze. Ja, Solothurn, ne? Und, oder Aargau, okay, ich will kein Mist erzählen. Aber auf dieser Seite befindet sich hier jetzt der Kanton Bern. Das ist das Oberaargau. Und irgendwo dort unten befindet sich die Gemeinde Wolfisberg. Oh, viele. Oh, schon wieder ein Ameisenhaufen. Mitten auf dem Weg. Uiuiuiuiui. Nein, da geht es nicht durch. Aber ich habe gedacht, wo ich oben durchgelaufen bin, ja, gerade dort oben, geht der Wanderweg durch und denkt, ah, mal einen Platz, wo ich eine Pause machen könnte, vielleicht gleich Mittagessen. Ja, denkst du, he? Und mit der Drohne kann ich hier ja auch nicht fliegen. Oder darf ich nicht, so viel es mir bekannt ist. Militärzone dürfen wir auch nicht fliegen. Und so weiter und so fort. He. Ja, noch, ich hoffe, es kommt mal gleich etwas. Denn bis jetzt sind ganz unten, wo ich gesehen bin, wo ich gestartet bin, auf der Flache. Bei Ballstelunde. Dort hat es unzählige Bänkle an Stück gehabt. Ja, warum ich so schaue, sage ich gerade. Und bis jetzt ist da weder ein Tisch mit Bänk oder überhaupt ein Sitzbänkle gehabt, wo man annehmen könnte. Das verstehe ich jetzt nicht, dass sie da oben nicht gemacht haben. Und warum ich jetzt wieder hier anschaue, sage ich euch auch gerade. Weil nämlich das jetzt
seit dem letzten Ameisenhaufen der Ameisenhaufen Nummer 5 ist. So viel hat es bis jetzt auf diesem Weg gehabt. Wahnsinn! Wer meinen Kanal schon kennt und schon viel angeschaut hat, wird feststellen, dass ich schon viel herumgekommen bin in der Schweiz. Sei das jetzt so wandern oder mit dem Velofahren. Und ich kann euch eins sagen, so viele Ameisenhaufen wie dieses Jahr habe ich noch nie gesehen in meinen ganzen Jahren, als ich schon unterwegs bin. Egal wo. Ich war erst kürzlich wieder gesehen, auch wandern. Dort hat es auch ganz viel gehabt. Genauso wie jetzt in der Höhe. Jetzt komme ich als Laie und spinne mal eine Theorie. Ich vermute, dass dieses Jahr ein sehr nasses Jahr im Sommer werden wird. Was mir jetzt ordentlich redet, auf meine Velotour, die demnächst ansteht. Meine Theorie ist, Ameisen mögen kein Wasser. Die verschwinden. Die können ja nicht auch wissen, was ich meine. Was denn eigentlich heisst, dass wenn die so schlau sind und spüren und das merken, dass die sich natürlich in höhere Lagen begeben, damit sie unter Wasser sind. Deswegen vermute ich, wird das Jahr ein sehr nasses Jahr sein. Das werden wir dann sehen, wenn es vorbei ist. Und jetzt stehe ich vor einer Wandertafel. Hellköpfli. Ja, ziemlich weiter oben wieder. Und mein Wanderweg zeigt Tafel in die Richtung. Hui! Ziemlich weit runter mit meinem Schild. Achtung, Steinschlag. Hoppala, jetzt geht es aber ziemlich runter. Obwohl ich noch nicht auf dem höchsten Punkt bin. So, so. Hier mache ich jetzt kurz Pause. Keine Bänkle, aber immerhin haben sie da etwas gemacht zum draufsitzen. Wo bin ich jetzt? Hier unten ist die Tafel, die ich euch vorher erzählt habe. Dort drauf ist gestanden Aussichtspunkt. Ist nicht weit zum Laufen. Was nicht schön ist, ist halt auch noch ein sehnter Zeugs mit irgendeinem Turm. Könnte eine Radarstation sein oder irgendwas. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Sieht immer so komisch aus. Und dann haben wir hier halbwegs eine Aussicht und ich sehe dort noch etwas. Ein Stein, da steht drauf Frohe Ostern, Schweizer Rox 3662 RN. Ah, jetzt hätte ich den anderen mitnehmen können. Ich hatte daheim noch einen, den ich mal nicht mal liegen lassen wollte. Jetzt hätte ich den hier machen können. Jetzt nehme ich den mit und lege ihn dann nebeneinander stehen, damit ich den nicht vergesse. Ich sollte die Steine auch mal nebeneinander legen. Ja, da mache ich jetzt Pause. Zum Glück ist die Sonne nicht so stark. Ja, es geht nämlich noch ein kleiner, kühler Wind. Gut, also wenn ihr die Aussicht sehen wollt, müsst ihr auch hier hin. Die zeige ich euch jetzt nicht. Ja, und beim Essen müssen wir auch nicht zulegen. Also, bis später. So, die Pause ist vorbei. Geht wieder runter. Tolles Gespräch gehabt. Die ersten Leute angetroffen. Wir waren auch hier oben, gehen Pause machen. So wie es über Stock und Stein und über Wurzeln aufgegangen ist, geht es jetzt auf der anderen Seite runter. Da kann man sich auch noch dran heben. Für Leute, die sich nicht ganz so sicher fühlen. Wunderbar. Oder einfach jeder kann mal rausrutschen zur Sicherheit. Perfekt. Sorgt man für die Sicherheit der Wanderer. Das finde ich toll. Oder es ist einfacher zum Abkommen. Merke ich auch gerade. Super. Ja, jetzt geht es wieder hunderte von Meter alles abwärts. Das hier unten ist gerade komplett anders zum Laufen. Da liegt so viel. Ja. Zerfallenes Laub, da ist der Boden schön weich. Und wieder ein Stück weiter runter. Und das ist aber richtig bergauf in Sicht. Wieder ein Stück weiter runter. Bei einer Wandertafel namens Hintereck. Jetzt seht ihr, es ist einige Meter runtergegangen, 100 Meter. Wie schon erwähnt, weiter geht es hier unten auf einer
solcher Strasse. Erneut geht so einer Wandertafel vorbei, nicht weiter weg, als ich gesehen bin. Hintereck. In die Richtung, wenn ihr sehen könnt, könnt ihr nicht mehr sehen, was der da ist. Bevor es dann wieder macht. Ja, da wo es jetzt abwärts geht, bei diesem Tal innen, ja, links und rechts Berge noch mehr rum. Ist wieder einmal eins von diesen 1% von dieser Gesellschaft, die sagt, man hat überall Empfang, zu 99%. Ja, wenn die Wandertafel gesehen, ich wüsste jetzt, wo das ist. Und da oben da habe ich keinen Empfang. Oben hat es GPS gehabt. GPS ist gut, aber mobile Daten senden nicht möglich. Jawohl. Schön ist es hier zum Wandern. Also so wie es aussieht und dann auch viele Leute und wie sie ausgerüstet sind, gehen die hier hinten an dem Berg offenbar klettern. He? Die haben ein Seil angelegt und Karabiner. Und hier hinten ein Wiese mit Maus, he? Salimu. Und zur Zeit ja, weiter bergab auf einer besonderen Strasse. Und ein Stück weiter vorne, nicht viel weiter vorne, das habe ich von hier oben noch nicht gesehen. Laufen wir an einer Wandertafel vorbei. Vordere Schmiedenmatt. Und hier gibt es auch noch ein Restaurant, das wahrscheinlich genau so heisst. Da ist was los. Dunkel. Ich hoffe, die kommen nicht zu mir. Gemäss der Wetter-App sieht es aus, als wenn man eine Güterzone entlangläuft. Und ich meinte mich nicht zu täuschen, aber irgendwo dort hinten, wo ich jetzt angekommen bin, habe ich schon einen Tropfen gespürt. Regnen soll es erst später. Aber auf der App sieht man, wo Wolken durchziehen. Ne? GPS hat funktioniert, aber der Telefondaten funktioniert auch noch nicht richtig. Anscheinend bin ich hier mit meiner Gesellschaft in einem Loch. Trotz 3G-Empfang, das ist das Maximum, das ich bekommen habe, 3G. Jetzt mir fast keine Daten anzeigen, geht mit Mühe und Not offenbar noch das Wetter. Und ringsum, überall Rindviecher. Überall hört man Glockenleiten von diesen Viechern. Und an dem Punkt, wo wir jetzt durchgehen, auch für euch, für die, die Angst vor Kühen haben, müssen wir gut wissen, kann man wissen, darf man wissen. Da läuft man mit durch, wo die selber frei dürfen rumlaufen, wo du durch den Wanderweg gehst. Beziehungsweise wir gehen hier durch, wo die sind. Tschüss! Das sieht nach einem ziemlich jungen Rind aus. Salut, du! Genau hier muss ich jetzt durch. Hier ist der Wanderweg. He? Mitten über Kuhweid. Weißenstein. Juppe. Hoffentlich sind das nicht junge Rinder, die Flausen im Kopf haben. He? Mal da schauen, wo man durchläuft. Komm, husch, gang. Hopp, hopp. Leider läufst du gerade auf dem Weg, wo ich wandern will. Ich will dich ja nicht verscheuchen, aber jo. Hopp, hopp. Ja, ja, ja. Komm, lauf. Das kann ich noch ausschlagen. So. Hopp, hopp. Hey, hey, hey. Ich will dir doch keine Angst machen. Hey, dann mal neu. Immer ein bisschen Abstand halten. Ich habe keine Angst vor diesen Viechern, aber wenn der ausschlagen, möchte ich da Hauf nicht an meinem Bein oder an meinem sonstigen Gliedmasse. Darum erwähne ich es euch, dass ihr wisst, auf was auf euch zukommt. He? Oh, ist das matschig da überall. Es hat viel geregnet. He? Ui, 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 da kann ich nicht durch. Da muss man oben durch. Das sieht man auch schon. Da sind die Leute auch schon oben durch.
So, ein bisschen hinter uns laufen. Es geht dort lang. Auch schön, wenn man nach rechts schaut, schöne Aussicht. Richtung Palmberg geht es da jetzt, wo wir laufen. Und dann geht es nachher noch mal ins nächste Schlittli. Steilberg auf den Wiesenstein. Jawohl. Es ist ein bisschen Abend, jetzt wieder aufgegangen. Das seht ihr auch auf der Höhenangabe. Bei einer Wandertafel. Hochkreuz. Wenn wir eine wunderbare Aussicht haben. Vorne kann man noch sitzen. Dort sitzt gerade jemand. Und hier geht es weiter. Rauf und wieder runter und rauf und wieder runter. Und hier, wo es rauf geht, hat es hier unten den Platz, wo vorher jemand gesessen ist, ihr seht. Und das ist der allererste Sitzbank mit Tisch, den ich auf dem Weg jetzt angetroffen habe. Und das ist die Aussicht. Dort hinten gibt es eine Wandertafel. Hinter Hofbergli. Gleichzeitig gibt es dort auf der anderen Seite noch ein Restaurant, das so heisst. Da seht ihr, da bin ich offen. Und hier geht der Wanderweg weiter. Oder kieler Wind. Was wirklich darauf hindeutet, dass es irgendwo schon Regen hat und dann höher kommt. Ja, wie ihr seht, seht ihr Wald. Das heisst, es geht wieder in den Wald rein. Und ein Stückchen bergauf. Mit Bikerverkehr. Jawohl. Der Solothurn gilt eigentlich als ein Wasserkanton. Was ich hier auf dieser Etappe nicht bestätigen kann. Bis jetzt habe ich ein Zero, null, keinen einzigen Trinkbrunnen angetroffen. Nur so Dinge für die Kie. Und dort weiss man nicht, wie das Wasser ist. Ich hätte mal nicht mehr einkehren. Das Restaurant hat es genug auf dieser Strecke gehabt. Aber da ich nicht weiss, wie das mit dem Wetter ist, will ich nicht so lange immer bleiben jetzt. Es kehrt irgendwie plötzlich. Eben die Gewitterwolke, wie schon erwähnt. Die kommt irgendwie. Und es geht ziemlich auf. Hallo. Guten Tag. Okay, ein weiterer erwähnenswerter Punkt für euch. Ja. Entschuldigung, ich schwätze mit der Kamera. für euch ist, dass das hier wahrscheinlich nicht für alle etwas ist, die Höhenangst haben und sich nicht trauen, über die Brücke zu gehen. So wie es aber aussieht, hat es die Wähne durch einmal einen Weg liegen. Das ist aber jetzt gesperrt. Jetzt geht es über die kleine Hängebrücke da. Mit Sicht ins Tal. Schön, schön. Draussen, schöne grüne Wiesen. Warum bin ich wieder da? Sind mir gerade ein paar Leute entgegengekommen. Möchte ich auch mal erwähnen in einem Film. Die hatten einen Hund. Der ist frei rumgelaufen. Soweit ich mich erinnern kann, haben das Datum am Anfang gesehen vom Film. Bis jetzt die Jahreszeit, wo Leinenpflicht gilt, wegen der Wildruhezeit. Oder wie das heisst. Da habe ich gesagt, ich will ja nicht belehrend wirken, aber ich meinte, dass das Wild jetzt wegen der Wild jetzt den Hund und Leine muss. Und das war die Antwort. Bleib doch loco. Also, mit unbelehrbaren Leuten kann man nicht diskutieren. Und weiter geht's. Wenige Meter weiter vorne, ihr seht es, da bin ich jetzt gerade raufgekommen. Ihr seht nicht mehr, wo es her ist. Ja, es geht runter. Oh, und hier vor mir hat es eine Wandertafel. Niederwiler Stierenberg. Und dort oben sehe ich angeschrieben Beizli. Das heisst, da oben gibt es offenbar noch etwas, wo wir trinken können. Es war kurz ein 4 und kurz vor 5 soll hier Gewitter durch, gemäss der Meteo Suisse. Da sieht man, wie die Wolken gehen. Ich habe es vorher mal erwähnt. Ich sehe da immer Kieler Winter. Aha, da können wir sie vorbilden, mit dem Hund an der Leine. Das soll aber erwähnt sein.
Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich Wasser angehört. Das heisst, ich befinde mich hier in Ballenberg, wo es einen Seilpark gibt. Und dort konnte ich freundlicherweise auf dem WC, können, wo wir hier unten haben, für das Wasserflasche füllen. Wunderbar, jetzt habe ich wieder Wasser. Bevor es oben runterkommt, noch ein bisschen hier rein. Riesig, der Seilpark. Und ein Stück weiter vorne, wenn man auf dem Parkplatz vorbeigelaufen ist, hat es eine Wandertafel. Ballenberg-Passhöhe. Und in die Richtung, wo die Wolken dunkel sind, fährt es mich jetzt. Ah, es stimmt wahrscheinlich mit der App und den Gewitterwolken. Ein Regenschutz dabei. Ja, warten wir mal ab. He. Nur weil die Sonne scheint, heisst das nicht, dass es nicht regnen kann. Ich bin irgendwie gerade an der Grenze wahrscheinlich zu dieser Gewinterfront. Ich mag es kaum glauben. Aber seit dem letzten Mal, als ich gemeldet habe, dass ich kein Netz habe oder schlechtes Netz, da habe ich auch überhaupt gar kein Netz, das Telefon neu gestartet. Es scheint eine Ecke zu sein, wo sehr viel Masten fehlen oder wo einfach der Empfang aus irgendeinem Grund nicht gut ist. Und da seht ihr gerade, wie der Untergrund ist. Die ganze Zeit ziemlich steinig durch den Wald auf, ja, Waldstrasse. Bis wir dann ganz oben sind. Also es geht stetig bergauf hier. Kurzes Stückchen mal, ja okay, kurzes Stückchen war mal gerade. Aber der grösste Teil geht nur bergauf. Jawohl. Ich habe jetzt wieder das Mikrofon dran gemacht, das vorher weggenommen, ich habe schon vorbereitet. Ihr seht hier, sieht alles nass aus. Ob es das schon länger nass ist oder ob es so tatsächlich das Gewitter durch ist, weiß ich nicht, weil ich nicht im, bis jetzt noch nicht im Regen gekommen bin. Und vor mir ist der blaue Himmel. Gut möglich, dass ich eben wirklich ganz knapp an dieser Gewitterfront vorbei bin. Wahrscheinlich, weil ich den Regenschutz am Rucksack schon montiert habe und das Mikrofon drauf genommen habe. Dann ist es meistens so. Aber soll ja recht sein, wenn es nicht geregnet hat. Bei mir. Schön, schön ist es da. Jetzt gehen wir schon wieder ein Stück weiter oben. Jetzt sehen wir, jetzt ist es wieder mal ein Stück eben. Das sieht auch wirklich flach aus, so wie es bis jetzt ist. Aber ganz oben sind wir wahrscheinlich noch nicht. So, zweite Platz, Grillstelle, Sitzbank und Bänkle, Tisch. Das heisst dort hinten, den Grillplatz nenne ich jetzt so. Genau. Und gleichzeitig hat er sich befunden in einer anderen Höhe, wo ich jetzt auch noch durchgebe. Die nenne ich Grillplatz Hechler. Genau. Und wenn ich ja feststellen darf, da oben habe ich wieder empfangen. Befinden wir uns ja schon fast am Ende von dieser Etappe. Jetzt vorne kann man schon Gebäude sehen. Also ist die fertig. Jetzt geht es noch ein paar Meter rauf und dann sind wir schon fast dort. Aha. Da scheint es noch einen geologischen Wanderweg zu geben, weil vor mir auf dem Stein hat es eine Tafel. Ich habe schon mal so etwas gesehen, aber nicht geschaut. Tafel 29. Jo. Und das ist die Tafel. Ja, ich kann euch nicht alles zeigen von diesem Grillplatz. Es ist jemand hier gesessen mit einem Hund. Ich habe sie grüßt, freundlich, die Dame. Es ist leider keine Reaktion zurückgekommen, weil ich wollte fragen, ob sie weiss, ob es da geregnet hat. Und weil der Hund mich auch noch angebellt hat, ja, bin ich erstens nicht näher und habe nicht weiter darauf eingegangen. Mit dieser Kommunikationsanfrage, warum auch immer die nicht sagen. Jawohl, von dort bin ich gekommen, also nicht von der Strasse, dort vorne vom Weg. Hinter mir eine Wandertafel, Weißenstein. Ja, und da jetzt hier noch Verkehr. Wieder hinter mir, neben mir, eine grosse Übersichtskarte von der Schweiz Mobil Plus. Da gibt es noch
44 Bike-Route. Und exakt an diesem Punkt ist auch die Etappe fertig. Weiter geht sie dann mit der nächsten Etappe in die Richtung. Es geht jetzt für mich noch ein Stück weiter rauf. Genau das noch der Grund ist, warum ich mich vorher noch nicht verabschiedet habe. Weil ich nämlich auf der anderen Seite jetzt mit der Gondelbahn runterfahre, wo ich nachher wieder mit dem Zug heim kann. Weil dort oben, wo ich vorher gestanden bin, bei der Wandtafel dort unten, also es gibt noch weiter oben eine hier, gerade bei der Station, weil es da oben kein öffentliches Verkehrsmittel gibt, was ja wieder gut ist für die Gondelbahnbetreiber, aber ja, verstand jetzt nicht, warum an so einem Ort, wo so gut läuft, man nicht auch noch einen Bus hat. Ja, wie auch immer, schade, aber ja, egal. Und deswegen, damit ich runterkomme, gibt es noch die Strasse, Auto habe ich keins da. Deswegen muss ich irgendwie runter und das mache ich jetzt mit dieser Gondel. Jupp, das war es dann gesehen. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe und freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid und hoffe, dass es euch gefallen hat. Viel Vergnügen bei euren Wanderungen und bei euren Abenteuern, die ihr so erleben und erleben dient. Tschüss miteinander!